Guten Tag und herzlich willkommen beim 101, dem Expertengespräch von Mein Geld TV. Wir haben den BDAE auf der DKM besucht und haben Sie persönlich heute in die Redaktion in Berlin eingeladen. Und ich begrüße ganz herzlich Frau Anne-Kathrin Schulz. Sie ist Pressesprecherin beim BDAE. Und ich begrüße ganz herzlich Herrn Dennis Perlmann. Er ist Vertriebsleiter beim BDAE. Guten Tag. Frau Schulz, wie lange gibt es eigentlich den BDAE und was sind die Hintergründe der Entstehung? Den BDAE gibt es bereits seit 1995, also seit mehr als 20 Jahren. Ursprünglich waren wir ein Verein für Deutsche, die beruflich im Ausland unterwegs waren. Und unser Geschäftsführer, der auf die Idee kam, diesen Verein zu gründen, ist selber Anfang der 90er Jahre viel beruflich im Ausland unterwegs gewesen und hat festgestellt, es gibt keine Versicherungslösungen für Einzelpersonen, die langfristig im Ausland leben und arbeiten. Und deswegen hat er diesen Verein gegründet, um eine nennenswerte Größe darzustellen bei den Versicherern und Hilfe bei der Produktentwicklung zu bekommen. Und das hat funktioniert. Seitdem gibt es auch Lösungen für kleine Unternehmen und für Einzelpersonen im Bereich der langfristigen Auslandskrankenversicherung. Frau Schulz, nach 20 Jahren ist viel passiert. Was sind heute genau die Schwerpunkte beim BDAE? Wir bieten eigene exklusive Versicherungslösungen, schwerpunktmäßig immer noch im langfristigen Auslandskrankenversicherungsbereich, haben aber auch eine Rechtsschutzversicherung und eine Arbeitslosenversicherung und noch vieles mehr. Im Grunde können wir die gesamte deutsche Sozialversicherung im Ausland nachbilden, sodass jeder, der ins Ausland geht und dort langfristig lebt und arbeitet, nicht Gefahr läuft, eine Versicherungslücke zu haben in seinem Heimatland. Und das Besondere dabei ist, dass wir alles in-house machen. Wir haben alles unter einem Dach. Also bei uns findet sowohl die Beratung statt, als auch die Vertragsabwicklung und eben auch die Schadenregulierung im Schadenfall. Zusätzlich haben wir auch ein eigenes Beratungsunternehmen, was sowohl Firmen als auch Makler und Vermittler und Privatpersonen in allen rechtlich relevanten Aspekten des langfristigen Auslandsaufenthaltes berät und informiert. Was sind denn genau die Zielgruppen beim BDAE? Es sind sowohl Privatpersonen als auch Geschäftskunden, die wir beraten und versichern. Bei den Privatpersonen ist das die gesamte Bandbreite, also sowohl der Deutsche, der ins Ausland geht, als auch der Ausländer, der in Deutschland oder weltweit lebt. Also es kann die 30-jährige Berlinerin sein, die für ein Sabbatjahr nach Indien geht. Das kann aber auch genauso gut der chinesische Mitarbeiter sein, der für ein deutsches oder auch ein chinesisches Unternehmen in China arbeitet. Also im Grunde können wir alle Nationalitäten überall absichern und auch beraten. Bei den Firmenkunden ist es so, dass sie nicht nur unsere Versicherungslösungen benötigen, sondern die brauchen auch unsere rechtliche Expertise. Beispielsweise das Unternehmen, das einen Mitarbeiter nach Norwegen entsendet, das möchte wissen, wo die Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden oder wo es die Steuern zahlen muss. Oder wenn ein Techniker nach Brasilien geschickt wird, dann stellt sich auch die Frage, welche Aufenthaltsgenehmigung benötige ich überhaupt, welches Visum ist erforderlich. Auch solche Fragen können wir beantworten. Und einen Großteil dieser Zielgruppe bekommen wir tatsächlich über unsere angebundenen Makler und Vermittler, die ebenfalls von dieser Expertise profitieren. Also auch die bekommen solche Antworten und Lösungen, wenn es notwendig ist von uns. Vielen Dank. Herr Perlmann, Sie sind Vertriebsdirektor beim BDAE. Wie weit begleiten Sie eigentlich Ihre Makler? Wenn jemand im Ausland leben und arbeiten möchte, dann ergeben sich vielfältige und komplexe Fragen. Das umfasst vor allem die Krankenversicherung, aber auch Bereiche wie Altersvorsorge, Arbeitslosen- und Rentenversicherung. Der häufigste Fehler passiert sicherlich in der Beratung zu Sozialversicherungsfragen. Viele Makler haben da kein ausreichendes Hintergrundwissen, um diese Spezialfragen zu klären und benötigen Unterstützung, um hier in keine Haftungsfallen zu tappen. Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass der Großteil der Fälle beginnt ist mit einer einfachen Anfrage nach einer Produktlösung, wie zum Beispiel in der Krankenversicherung. Und in der Analyse der spezifischen Fragen wird dann schnell klar, dass hier noch viele Detailfragen offen sind, um die sich auftuenden Versorgungslücken mit adäquaten Tarifen zu füllen. Vielleicht ein kleines Beispiel dazu. Wir hatten gerade vor kurzem eine Anfrage von einem Vertriebspartner, der eine Kundin hatte, die nach Italien für die Vereinten Nationen entsandt wurde. Und der Wunsch der Kundin war ausdrücklich, dass sie nach ihrer Rückkehr nach Deutschland wieder in die gesetzliche Krankenversicherung integriert werden kann. Und der Makler hatte die Idee, die Kundin in die PKV zu vermitteln. Und am Ende haben wir davon abgeraten, weil das bedeutet hätte, dass die Kundin nicht in die PKV zurückgekommen hätte. Mhm. Und weil es eine Doppelbelastung gewesen wäre. Denn durch die Wohnsitznahme in Italien und das Angestelltenverhältnis hätte sie auch in das dortige italienische Gesundheitssystem einzahlen müssen. Und wir haben dann empfohlen, eine unserer günstigen Auslandskrankenversicherungen neben der italienischen Gesundheitsversicherung laufen zu lassen, weil damit ist dann wirklich ein weltweiter, umfänglicher Versicherungsschutz gewährleistet, auch bei Reisen außerhalb Italiens und bei Heimatlanddeckung. Und der Wunsch der Kunden nach Rückkehr in die GKV ist berücksichtigt worden.
Okay, das heißt, die Betreuung ist sehr eng. So ist es. Schulen Sie auch Makler in solchen Fragen grundsätzlich? Also grundsätzlich bieten wir diese Möglichkeit an. Interessierte Makler haben die Möglichkeit, jederzeit zu vergünstigten Konditionen sich an unseren Seminaren zum Thema Steuerrecht, Sozialversicherung und Arbeitsaufenthaltsrecht anzumelden. In der Praxis hat sich gezeigt, dass diese Spezialfälle, die also nicht zum Tagesgeschäft des Vertriebspartners gehören, einen so umfangreichen Themenkomplex beinhalten, dass diese Beratung und auch die Haftung gerne an uns übertragen wird. Und dann liegt es eigentlich nur noch am Vertriebspartner zu entscheiden, ob er unsere Rechtsexperten zu seinem Kunden mit begleiten möchte oder ob er nur in den Schriftverkehr eingebunden sein möchte. Dabei versteht es sich für uns von selbst, dass der Makler Bestandsschutz genießt. Wir wollen einfach, dass er bei seinem Kunden mit unserer Expertise glänzt. Denn auf diesem Weg profitieren alle Beteiligten und ebnen den Weg zum wertvollen Empfehlungsgeschäft. Herr Perlmann, als letzte Frage, was bieten Sie denn für Versicherungsprodukte an? Wir fungieren als Assekurateur am Markt. Das heißt, wir haben ein Spezialportfolio an Versicherungstarifen mit unseren Kooperationspartnern entwickelt. Und wir liefern unseren Vertriebspartnern nicht nur diese exklusiven Produkte und die dazugehörige Kotage, sondern auch unser Beratungs-Know-how. Also unsere Auslandskrankenversicherung beginnt schon beim geringen zweistelligen Monatsbeitrag. Und wir haben aber alles, was das Herz begehrt. Von Keep it short and simple bis all-inclusive für unsere Premium-Kunden. Zusammenfassend kann man sagen, dass wir unseren Vertriebspartnern ein exklusives Versicherungsportfolio bieten, welches ihren Kunden die bekannte deutsche Versicherungswelt im Ausland liefert. Dazu bekommt er kombiniert unser Beratungs-Know-how und maximiert die Absicherung der Versorgungslücken bei gleichzeitiger Minimierung der Haftungsrisiken. Herzlichen Dank, Herr Perlmann. Vielen Dank, Frau Schulze. Sehr gerne.